Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Bitte bei der Crazy. Hallo. Gut. Wir machen jetzt mal hier. Oh, ich hab den Pfaff vergessen herunterzustellen. Nervt auf einer Zeit, ne? Ja, auf 69 kann ich lassen. Ja, das passt. Okay. Wir machen jetzt hier nochmal kurz diesen Gang nach oben weiter zu Ende. Dann bauen wir mal kurz rüber zu der Außenwand. Da habe ich noch eine kleine Idee, was wir da machen können. Bauen das Lager und dann können wir weitergehen. Wollen wir mal beim lieben Crazy mal vorbeischauen. Okay, dann werde ich mich mal dran machen und zu dir nach oben graben. Ich würde bauen dann schon mal direkt einen guten Gang, wenn möglich, weil den können wir dann eigentlich auch direkt danach schon schön bauen. Kannst du mir ungefähr eine Koordinate sagen, wo ich rauskommen soll? Dann brauche ich nicht direkt dahin. Weißt du was, dann lass doch so machen, dass du perfekt dabei diesen kleinen Berg da rauskommst, ne? So machen. Jetzt hab ich überhaupt keine Vorstellung mehr, aber okay. X. Und Z. Minus 3, 3, 3, 4. Da bitte rauskommen. Okay. Wenn du das schaffst, dann kriegst du einen Keks. Okay. Alter, wir haben schon über den Stack Weizen, ne? Über den Stack. Eisen? Ja, das haben wir auch. Was, Eisenblöcke? Alter. Und ich hab 18 Obsidian. Ja, super, dann können wir ja gleich auch schon ein Verzauberungstech aufbauen. Und Höllenportal. Stimmt. Ich hab mitgedacht. Wobei. Oh! Du hast nicht die ganze Zeit gemacht. Eins hast du vergessen. Was? Enderchest? Ich komm gleich wieder. Ja, komm, lass. Wir erstmal Blaze Rods, ne? Ja, deswegen ja. Warte mal. Das kann man immer noch farmen, also so ist es nicht. Ja, außerdem muss das Lavafeld da unten, das ich da hab, eh weg. Gut. Ja, warte, wenn du dann jetzt gleich schon raufkommst im Obsidian, farm ich mal schnell das Sugarrohr ab. Viel. Vielleicht können wir dann schon direkt einen Full Enchanter machen, das wäre göttlich. Haben wir so viel Kühe schon? Du hast ja in der letzten Folge so viel Leder gefarmt. Ah. Hat vergessen? Ja. Okay. Gut. Alter, ich habe gerade gedacht, hier ist so ein Creeperloch gewesen. Und da kam gerade was raus und ich denke nur, scheiße, Spinne. Ah ne, Kuh. Kannst du mir noch die Y-Koordinate schreiben? Okay. Ich habe schon gerade gedacht, hey, wo ist das ganze Leder hin? Nur noch 14? Ich oben rechts in der Ecke. Oh, da ist das Deck. Ja. Also ich hatte mich gerade schon so ein bisschen geschrocken. Alles ist irgendwo. Jo, erstmal hier noch das Inventar ein bisschen frei werden lassen, tun, gefixe. Ich bin ein Meister der Sprachen. Und ja. Hast du eigentlich auch schon mal überlegt, welches Modpack wir danach zocken könnten? Nö. Gut. Das hängt das wohl wieder an mir fest, ne? Hättest du eigentlich auch mal dann so Bock auf ein HQM oder sowas? Wir machen. Gut, dann lass ich mir mal ein gutes HQM einfallen. Aber da hättest du Bock auf Crack Tag. Ja, egal. Also wenn wir Crack Tag machen würden, hätte ich schon die Idee, welches Modpack. Dachten wir, würden es nicht RIT. Nein. Glaub mir, auf... Ich glaube,
RIT ist ja schon tot, oder? Ja. Also das 8er läuft noch. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hab Baker mittlerweile schon deabonniert. Ich schau auch schon lange nicht mehr zu. Nee, nachdem was ich da von so ein paar Leuten gehört habe, habe ich da gesagt, ne, ganz ehrlich, der Typ. Ich fand ihn schon damals irgendwie immer ein bisschen komisch. Aber jetzt ist es auch begründet. So. Weil irgendwie kam mir das schon so die ganze Zeit so ein bisschen komisch vor, dass sie gesagt haben, okay, wir können Mint machen, obwohl wir keinen richtigen Kanal hatten oder sonstiges. Ich meine, klar, da war schon noch ein bisschen Mitarbeit von Trivolo dabei, aber... Mhm. Trotzdem ist es komisch gewesen. Oder findest du auch nicht? War mir komisch. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich hab's begrüßt, ich meine, dadurch habe ich meinen Wiedereinstieg in YouTube bekommen. Aber, naja... Alter, die... Was ist die Musik so leise? Okay, ich muss mal ganz... So, besser. Wenn ich jetzt so mache, dann sollte... Jawohl. Sehr schön. Oh. Ist er so frustriert jetzt? Ich habe ja noch hier Problems IRL in der Steam-Liste und er hat gerade das Spiel gewechselt. Soll auch schon mal dem Besten passieren. Ja, ganz ehrlich. Ich hatte aber auch wirklich in letzter Zeit bei Isaac so eine beschissene Phase. Ich habe keinen einzigen Run mehr geschafft. Hier hat jeder. Ja, ich denke mir noch, okay. Ich bin so im Urlaub, okay, weißt du was, scheiß auf sich. Ich pick's jetzt einfach ein Yodo-Item. Ich krieg nur so ein Teleport-Item, ich denke nur, joho, das kann ja nur was werden. Mhm. Das war der beste Run, den ich seit Wochen hatte. Es war einfach so, ich hab einfach direkt am. Dieses Teleport-Item hat mich in den Raum geschickt, das mir das beste Item im ganzen Spiel ermöglicht. Das Geile war, nächste Ebene. Oh, wieder zwei Items. Zwei der Top 10 Items. Ich hatte alle Top 10 Items in diesem Spiel. Das war so geil. Ja, das kann ich mir denken. Okay. So. Die da. Ist es die da? Alles klar. Gut zu wissen. Vielen Dank für die Info. Also es ist die da. Sehr schön. Nervige Schwester. Kam auch im richtigen Zeitpunkt, ne? Ja. Ich habe ja nur vor meiner Tür ein Schild hängen. Besetzt, bitte nicht stören. Ja, das kenne ich aber auch. Ich habe ja einfach meine Tür, habe ich auch schon ein Schild hängen. Aufnahme, bitte nicht stören. Was gibt's mit Essen? Ohne Wenn und Aber kommen sie einfach rein. Verstehen das alle nicht, ne? Nö. Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, meine Eltern haben für Aufnahmen und sowas ein super Verständnis. Wenn sie es verstehen, ja. Meine verstehen es nicht. Ey, weißt du, was das Geile war? Ich konnte meine Eltern überreden, wenn ich LOL am Zocken bin und in der Runde bin, dass sie mich dann mal zeitlang nicht stören. Ja, ich habe das Unmögliche geschafft. Meine Eltern haben gemerkt, okay, ich bin in einem Spiel, ich kann nicht pausieren. Nicht schlecht, das hat man nicht immer. Weißt du, was das für ein schöner Moment war, als sie ankam, ja, mach die Runde noch zu Ende, dann kommst du? Ich denke nur, warte mal, was habt ihr gesagt? Na, das hätte ich auch gerne in COD. Ja. Machen wir nochmal hier zwei rüber. Also gleich verfangen, wir können schon mal mit dem Lager anfangen, ne, mit dem Einsortieren. Okay. Hey, nur noch ein paar Blöcke in die Richtung. Bin ich vielleicht schon da. Oh, sehr schön. Doch schneller als erwartet.
Ich musste nur einen Lavasee ausweichen. Okay. Ein Kumpel von mir hat letztens, mal wieder Minecraft Let's Played. Und er hat mir dann frühest davon einen Zug erzählt. Der hat gestrippt mine. Und er hat dann Bahngänge gelegt zwischen seinen ganzen Häusern. Und während er zwei Bahngänge gelegt hat, hat er einmal komplett durch den Dungeon durchgegraben. Also so einmal komplett wirklich mittendurch. Leute. Und bei der anderen hat er genau angestriffen. So viel Glück muss man erstmal haben, oder? Oh ja. Werde wohl nicht ganz perfekt rauskommen. Wenn es schaffen würde, wäre es göttlich, weil da könnte man direkt den Berg da noch ein bisschen anpassen für. Oder da müssen wir den noch nicht mal abreißen oder sowas. Na gut, dann weiß ich, was ich dann mache. Ja, ansonsten, wenn wir das, können wir mal schauen, dass wir das noch mal ein bisschen anpassen. Oh, noch mehr Eisen. So. Alter, das ist perfekt. Hörst du eigentlich gerade die Playlist mal an, oder? Jetzt nicht. Also heute vermutlich. Vielleicht morgen auf der Arbeit. Wenn das klappt, habe ich dann jetzt auch bald endlich mal auch mal eine Ausbildungsstelle. Hoffe doch. Ja. Weißt du jetzt was? Das war's. Fachinformatiker in der Anwendungsentwicklung. Aber wahrscheinlich für C-Sharp? Weiß ich noch nicht. So wie es sein könnte, könnte es C++ sein. Oh. Das ist interessant. Weil, ich gehe wahrscheinlich in die, man möge mich schlagen, für dass ich das sage. Ich gehe jetzt wahrscheinlich ins Marketing. Willst du dich etwas vermarkten? Ja klar, ich muss ja, ich halte lieber die Klappe, bevor ich noch mehr Scheiße erzähle. Ich sehe schon, wie das enden wird. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier ein Vorstellungsgespräch bei uns in der Gegend bei einer ganz großen Marketingfirma. Also wirklich bei uns in der Gegend kennt die jeder. Da musst du nur den Namen sagen und du kennst die. Die arbeiten sogar noch in Polen und in der Türkei. Okay, das ist nicht die, wo ein Kumpel von mir schafft. Auf jeden Fall. Die hatten super Kontakt mit mir. Die waren richtig erfreut über alles, was ich denen so zugeschickt habe. Und das Geilste war, was ich denen zugeschickt hatte, das Tenerife-Praktikum. Da waren die am erstauntesten. Hätten sie gar nicht würden sie gar nicht wissen, dass es welche gibt, die auch in Teneriffa ein Informatikpraktikum machen. Ja, klar. Ist natürlich ein wenig seltsam, aber... Wieso seltsam? In Teneriffa ein Praktikum machen. Ja gut, also... Es ist schon so, Teneriffa ist ein guter Praktikumsort. Verdammt! Was? Verdammt! Wieso, was ist? Guck mal, wie ich rausgekommen bin. Verdammt! Verstehst du, wo ich rauskommen wollte? Ja, ganz ehrlich, das sind genau die 5 Blöcke, die ich mir hier unten vergraben habe wegen dem Lavasee. Ja, ist der direkt hier in der Nähe? Nein, der ist unten. Ja, okay. Das kriegen wir schon hin. Okay, 14 Minuten. Hab schon mal ganz kurz ein bisschen gekratzt. Hi. Hi. Alter, du hast immer noch einen Hat dir mal eine Rüstung. Besser? Rüstung! Keine Spitzhacke! Oh Mann. Aber ohne Rüstung ist viel lustiger. Welches Level bist du? Ich bin Level 29,5. 30.
Kannst du mir einen Gefallen tun? Was brauchst du? Kannst du das Obsidian schon mal hier lassen? Dann mach ich mal den Verzauberungstisch. Kann ich das Achievement haben? Wir machen beide Achievements. Also warte mal. Ich weiß es. Ich glaube, du bist doch nicht mehr drauf. Moment, wirft jemand? Ich kann das Achievement machen. Fuck! Werfen wir mal einen anderen zu. Mach mal mit bloßer Hand. Ja. Ist das total bescheuert? What the fuck? GG! GG Minecraft! Das ist ja richtig Grundgesetz. Dasselbe könnte ich über das erste sagen, und zwar Take an Inventory, press E. Wenn du im Portal stehst, kannst du ja dein Inventar nicht öffnen. Ja. Aber wenn du da E gedrückt hast, hast du das Achievement bekommen, ohne dass sich dein Inventar geöffnet hat. Ah, schade. Muss im Wirklichraum das selber craften. Was ist, wenn du mal hinsetzt und abbaust? Mhm. Versuch mal. Okay, schade. Ja, machen wir irgendwann mal neuen. Okay, kannst du noch Eichenholz farmen? Ein bisschen. Warte mal, dann musst du ja Librarian. Kannst du auch noch Librarian mitmachen. Verdammt. Ja, ich will. Oh, dieser Song ist so geil. Hast du nicht noch Saplings irgendwo? Saplings sind hier in der Truhe, 26. Wenn du ja. Knochen hast. Knochen habe ich im Raum, aber nicht viele. Okay. Birkenholz nehme ich mal mit. Okay, Christian. Ja. Tu mir bitte mal den Gefallen. Geh mal bitte gerade in die Playlist und such gerade den Song OC Remix Final Fantasy 1064 ist das. Ich würde die Playlist gerne jetzt anmachen, nur ich kann das nicht, weil sonst vielleicht mein Computer abstürzt. Okay. Weil Chrome und Minecraft verbrauchen bei mir beide so viel RAM, dass eventuell mein PC abstürzt. Okay. Ich bin da nicht so OP ausgerüstet wie du. Ja gut, OP ist das bei mir auch noch nicht, also ich bin schon gut ausgerüstet. Wie viel Gigabyte hast du? RAM? Ja. 16? Ich denke noch bei 4. Wenn du willst, ich dürfte die alten von mir noch haben. Da kann man bestimmt mal drüber reden, dass du die kriegst. Nee, das passt schon. Okay. Außer bei 2 Achter für 50 Euro. Ja, gut. Sollte auch endlich mal die Leistung von Windows 10 da sein. Ach, du hast Windows 10 installiert? Ja. Ja, natürlich modifiziert. Aha. Ich bin immer noch bei Windows 7, aber ganz ehrlich, ich hasse Windows 10 wie die Pest. Wenn was modifiziert ist, Windows 10 ganz geil. Wie hast du das modifiziert? Ich hab eine komplette Blechliste von Microsoft reingehauen. Was kann ein Fünfjähriger? Die Bücherregale müssen nur darum sein. Das ist scheißegal, wie die platziert sind. Maximal ein Block entfernt. Ja, das weiß ich. Ja, das war's. Aber die dürfen auch einen Block höher sein, ne? Mhm. Ja, gut. Du hast die Dias jetzt unten, ne? Ja. Ja, ich wollte noch eine Spitzhacke verzaubern. Ich hab noch eine Spitzhacke. Ja, aber ich wollte einen für mich haben, weil die wirst du jetzt nicht wieder haben wollen, oder? Oder würdest du dir dann unten eine neue machen? Mal, geht das überhaupt? Erlaubt es? Mal schauen.
Jo, Stufe 30. Hast du Lapis? Unten. Also ich habe 32 Oakwood. Gut, das sollte reichen. Ja. Danke. Nein, ab 30 brauche ich noch. Ja, ich habe Stufe 30. Deswegen. Aber ich würd gerne für mich verzaubern. Ja, okay. Wollen wir dann später machen. Oder weißt du was? Wie viel lange haben wir? 20 Minuten, die Folge ist vorbei. Dann gehe ich das ja gleich mal kurz runter, hol mir 3 Dias ab, ne? Ja, ja. Gut. Gut, würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Leck mich mal nicht.